Attention! The following video will be only in German. Hallo zusammen und vor allen Dingen hallo DB Place. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen, dass du so lange gewartet hast auf meine Antwort wegen der Frage von wegen, wie stimme ich meine Bassdrum und meine Snaredrum. Und ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit und beantworte diese Sache so präzise, wie es einfach nur möglich ist. Und ich wünsche euch und auch dir, DB Plays, viel Spaß dabei. Ich werde also jetzt mit der Bassdrum anfangen. Hier sehen wir auch schon die auseinandergenommene Snare Drum. Darauf werde ich dann später auch in diesem Video noch natürlich eingehen, wie ich diese stimme. Aber ich möchte jetzt erstmal die Bassdrum stimmen. Und bei der Bassdrum ist es mir ganz wichtig, dass ich zuerst das Schlagfell stimme. Weil nämlich ich möchte ein faltenfreies Schlagfell haben. Das heißt, ich werde das Schlagfell nur so weit stimmen, bis alle Falten von dem Fell weg sind und mehr auch nicht. Bei dem Resonanzfell ist es dann so, dass ich dieses auch nur so tief einstimme, bis es anfängt, Obertöne zu erzeugen. Das heißt, ich möchte bei der Bassdrum einen Sound haben, der zwischen einer Metal-Bassdrum ist und einer Jazz-Bassdrum. Das heißt, ich möchte sehr viel Tiefbass haben, aber auch gleichzeitig sehr viel Attack. Und deswegen werde ich jetzt das Schlagfell so weit nur einstimmen, bis das alle Falten weg sind. Und ich habe auch meine eigene Stimmmethode, und zwar ist es so, dass ich rundherum gehe und die Schrauben einstimme und nicht einfach über Kreuz, weil ich das einfach nicht drauf habe. Und anfangen will ich dann jetzt hier bei dieser Schraube. Ich gucke mir das also jetzt nochmal genau an und ziehe jetzt die Schrauben so fest, dass ich sie mit einem bestimmten Druck in dem Finger nicht mehr weiter bewegen kann, damit ich anfangen kann mit dem Schlüssel das Fell zu spannen. So, ich glaube, jetzt sind alle Schrauben fingerfest angezogen. Und jetzt gehe ich rundum und gucke mir mal die Situation an. Also ich fange jetzt mal ganz langsam hier an zu stimmen und hier an zu stimmen. Dann, die Schraube muss ich noch anziehen. So, zack. Jetzt diese Schraube. Und ich merke auch schon beim Anziehen. So, und zwar, ich gehe tatsächlich nur eine Runde rum und jetzt gucke ich, wo sind Falten, wo kann ich diese bei welcher Schraube wegdrehen. Und jetzt sehe ich, dass das Fell schon fast faltenfrei ist, also nur noch so. Es sieht gut aus, also hier haben wir noch ein bisschen, so, mehr brauche ich jetzt eigentlich nur noch hier zu machen, denn ich kann das hier locker sehen, dass sich hier meine Lampe spiegelt. Somit kann ich genau gucken, ob ich jetzt hier Falten drin habe oder nicht. Also hier diese Falte kriege ich auch nicht weg, aber
So wie das aussieht, hier noch ein bisschen, anscheinend kriege ich hier diese Falte nicht weg. So, das Fell hat seine Stimmung erreicht und das Fell ist komplett faltenfrei. Ich werde jetzt mal das Fell einfach so anschlagen mit dem Stimmschlüssel, um zu testen, wie es überhaupt klingt. Ja, es klingt okay. So, jetzt kommt das Resonanzfeld dran. Allerdings muss ich gerade mal gucken, wo das war mit der Öse. An dieses Böckchen muss ich jetzt leider kurz mal dran, um die Öse herauszuholen. Und ich sehe von hier aus, dass da noch eine Falte ist, die ich wegstimmen muss. Da muss ich mal gerade genau gucken. Das habe ich von da aus. Ja, da ist die Falte. Die stimmen wir mal weg. So. Scheinbar hier noch. So. Jetzt scheint das Fell. Ah, hier noch ein bisschen. So. Jetzt schaue ich mal gerade eben drüber. Und jetzt ist das Schlagfell faltenfrei gestimmt. Jetzt kann ich mich dem einen Böckchen widmen, wo die Öse hier reingeflogen ist. Ja. Ich werde jetzt dieses Böckchen hier abschrauben. Und werde mir die Schrauben zur Seite legen. Und jetzt mit einem bisschen rütteln, wenn es denn funktioniert, jawohl, das Böckchen ist abgegangen. Und wir können hier erkennen, die Öse ist reingeflogen. Und jetzt werde ich die Öse dann wieder so da rein friemeln. Und zwar, dafür muss ich noch einen Stimmschlüssel oder was holen. Ich habe jetzt einen anderen Schlüssel und dann gehe ich damit rein und ja, ist ein bisschen schwierig, das Ganze hinzubekommen. Also noch einmal, ich habe es hinbekommen, so, die Öse sitzt wieder drin, wie man sehen kann. Und jetzt schiebe ich hier diesen Ösenhalter wieder so an die Öse heran. Wir können jetzt sehen, die Öse hält wieder wunderbar. Jetzt bringe ich das Böckchen wieder in seine Position. So. Und jetzt schraube ich das Böckchen wieder fest. Zuerst mit der Hand ziehe ich diese Schrauben kurz mal eben an. So, hoppla, da fällt mir fast die Schraube runter. So, jetzt hat sie dann Kontakt bekommen und Grip. Und jetzt hole ich den Schraubenzieher und drehe einfach das Böckchen wieder fest. Und jetzt kommt das Resonanzfell ins Spiel. So,
Und jetzt beginnt das gleiche Spiel von vorne mit der Resonanzseite. Ich ziehe also jede Schraube jetzt fingerfest an. So, jetzt ist der Druckpunkt erreicht, wo es nicht mehr mit den Fingern weitergeht. So. Bei dieser Schraube auch. Das geht jetzt auch bei jeder Schraube einfach so weiter, bis ich diesen speziellen Druckpunkt erreiche, damit das Ganze fingerfest bleibt. So. So, gleich haben wir es soweit. Nur noch die letzten zwei Schrauben. So. Das hat auch mit dem Böckchen sehr wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Also sehr gut. Und jetzt stelle ich die Bassdrum nach vorne. Und jetzt hole ich mir hier meinen Big Firth SD12 raus, denn jetzt kommt eine sehr wichtige Sache. Und zwar ab jetzt muss ich jedes Mal an dem Resonanzfell schlagen, damit ich genau weiß, welche Tonhöhe ich erreiche. Und ich glaube, ich mache das jetzt so, dass ich mich jetzt hier so hinsetze und jedes Mal rundstimme, und dann kannst du genau hören, wie das Ganze dann klingt. Jetzt stimme ich erstmal. Eine Runde. So, das klingt ja an sich schon eigentlich sehr gut, finde ich. Aber man hört immer noch das Fell, es wabert immer noch sehr stark, also geht es weiter nach oben. Weil wir haben auch hier das Problem mit den Falten. Jetzt werde ich das Ganze mal von der anderen Seite testen. Ja, es hört sich ja eigentlich schon gut an, aber ich sehe, hier ist noch eine Falte. So,
Jetzt muss ich das Ganze mal eben kontrollieren, ob es auch hier fein. Ja, es sieht gut aus. Ich nehme das jetzt mal hoch und dann wieder runter. Um den genauen Punkt, den ich dafür erreichen möchte, zu erhalten, jetzt stimme ich das Ganze wieder weiter runter, bis ich genau höre, dass hier kein Oberton mehr vorhanden ist. Also runter mit der Stimmung. Oh, da haben wir schon einen Punkt erreicht. Da werde ich jetzt mal wieder herstellen. Ja, aber auch wieder den. Klingt schon recht ordentlich, muss ich sagen. Ich bin bald an dem Punkt erreicht, wo dieses Fell nur noch die untersten Obertöne erreicht. Ich glaube, jetzt bin ich an dem guten Punkt angelangt, wo es soweit ist, dass das Fell kaum noch an sich Obertöne erreicht. Ja, es sieht gut aus. Und jetzt werde ich mir mal das Ganze im Set anhören und werde mal nochmal alles genau überprüfen.
Beziehungsweise werde ich das jetzt überprüfen und werde mir nochmal das Schlagfell angucken. Also, es sieht eigentlich sehr gut aus. Jetzt noch hier ein Stückchen versuchen. Ja, es sieht gut aus. Sogar sehr gut. Ich werde mir das dann gleich nachher im Set anhören, wie die Bassdrum dann klingt. Und jetzt geht's zur Snare Drum.